Willkommen zurück in Minecraft. Wie angekündigt, bin ich dieses Mal nicht allein. Nein, ich habe dieses Mal die Tani dabei. Sagt Hallo zu Tani. Yay! Yay! Tani ist ja hallo. Tani ist da. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, danke. Bitte. Thanks for having me. Gut, wir haben auch eben schon, also ich habe auch eben schon mal schön Terror vorm Haus verbreitet. Ja, wisst ihr, die Tani ist hier gerade mal so, wurde hier reingeportiert in das Haus. Das Problem hatte ich auch, ja. Ne? Und das erste, was sie macht, ist rausgehen. Ja. Das trifft sie draußen erstmal einen Creeper, der hier ein Loch reinreißt, ja? Nein, erst hat mich der Skelett im Kopf getroffen. Ja, aber hallo, du zerstörst hier meine Welt indirekt. Ja. Sie haben da ein Pfeil im Ohr. Ja, das ist die neue Version eines Wattestäbchens. Okay. Haben Sie denn irgendwas für mich, was ich schon mal tragen kann? Hier, hast du einen Pfeil. Ein Pfeil, der Pfeil ist gut. Ja. Ansonsten Waffen und sowas habe ich im Moment noch nicht. Mhm. Ich habe aber Eisen dabei, ich kann hier ein bisschen was herstellen. Man hat ja immer so Standardausrüstung, so Schwert, Axt, Gedöns und noch irgendwas. Ich habe gar keinen Inventarplatz. Oh, ich muss ja mal nach oben da diese Truhen hinbringen. Habe ich Truhen dabei? Ja, ja. Weiß ich nicht. Sag doch nicht ja, wenn ich gar keine Truhen dabei habe. Das war das Geräusch für, ja, ich höre dir zu. Ach so. Aber eigentlich tust du es nicht. Naja, relativ. Ich habe hier oben noch gar keine Truhen. Dann muss ich das mal eben tun. Ja, so, hier stehen noch welche unten. Ja, die habe ich da auch noch alle stehen lassen. Ja. So, kannst erstmal da so eine kleine Truhe hier leer machen und dann... Das macht ein Skelett hier, es macht auch einfach nichts. Aua. So. Ich habe noch gar keine Waffen. Ja, dann geh hier mal in die Truhe rein, tu erstmal alles raus, was da drin ist. Weil ich habe keinen Platz und dann nehme ich dann die Truhe mit. Hast du? Ja, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, falls ich mich nochmal räuspern muss oder husten muss. Die Tani ist ein bisschen erkältet. Ja, aber es ist schon... deutlich besser geworden. Deutlich besser. Ach. Deutlich besser. Hier, hast du nochmal verrottet das Fleisch? Ja, ich bin gerade in deinem Haus. Ach so. Und ich merke gerade, ich habe gar keine Musik an. Ich auch natürlich nicht. Schlecht vorbereitet hier. Singen Sie mir was vor? Ich kann jetzt auch keine Musik anmachen, so. Ne? Nee, du kannst keine Musik anmachen. So. Haben wir das auch? Ja, hast du die Truhe mit? Ich habe jetzt die Truhe mit. Ja, kannst du mitkommen? Und die andere hast du nicht abgebaut. Warum? Weil ich keinen Inventarplatz habe. Ah, aber die Truhen kann man doch stapeln. Kann man? Ich meine ja. Ja, aber ich habe keinen Platz für den Inhalt der Truhe. Ja, die war leer. Oh. Doof, Mann. Das habe ich nicht mitgekriegt. So, eben nochmal hier die Musik ein bisschen leise regulieren. Jetzt ist das später einfach viel zu laut. Ja, das kommt manchmal vor. Das kommt bei mir das öfter mal vor. Und wo sollen die jetzt hin, die Truhen? Die kommen in den Dachboden. Ja, okay. So. Dann kommt da jetzt immer so ein Haufen Gedöns rein. Ja. Da kommt rein, was kommt da noch rein? Birkenholzbretter brauche ich jetzt einfach alles nicht. Ja, die Holztröpfchen brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe auch viel zu viele Holztröpfchen letztes Mal gebaut. Braucht doch kein Mensch. Ja, du machst manchmal auch dumme Sachen. Ach. Ja, ja, doch, ich wollte es nochmal sagen, für die Zuschauer auch. Also. So, viel besser. Ja, hast du denn irgendwie eine Aufgabe für mich? Eine Aufgabe für dich gleich. Wir tun jetzt. Ja, doch, ich habe eine Aufgabe für dich. Hast du vielleicht auch Stöckchen oder ein Messer oder so? Moment. Ja. Du kannst dir ja erstmal hier so einen von den 300.000 Räumen aussuchen, wo du denn gerne wohnen möchtest. Also hier die Türen, die würde ich ja wegmachen, ne? Dann würde ich hier oben die beiden Holzblöcke noch wegmachen, damit du hier einen schönen Raum hast. Einen offenen Raum. Aha. Das kümmern wir uns gleich mal drum. Erstmal muss ich hier deine 300.000 Werkzeuge herstellen. Ja, ich brauche nur eine. Ein Messer und eine Axt. Du meinst ein Schwert und eine Axt. Ja. Das ist ungleich Messer. Ja, kommt drauf an. Verstehst du den Unterschied? Naja. Es geht, ne? Es geht. So. Ich nehme das hier. Welches? Such mich! Ja, Namensschild verrät dich. So. Nein, da bist du. Hallo! So, hier, kannst ich du mal haben. Ich hab mich extra gebückt. Aua. Ups.
PvP ist an? Ja, PvP ist an. Sammel mal lieber hier das Gedöns ein. Du kriegst hier jetzt auch noch eine Schaufel und ein Schwert. Oh, Schaufeln sind toll. So, bitteschön. Danke. Und dann nimmst du hier das Zimmer, weil du da schon ein Bett drin hast, ja? Ich habe ein Bett drin, ich habe ein Namensschild dran und irgendwie sagt mir das zu. Aha, okay. Dann machen wir da mal einen Namen drüber. Wo ist denn jetzt das Schild? Ich will das Schild. Hast du das Schild? Ja. Dann häng ich hab's gerade vor deinen Augen weggemacht. Gut. Ich hab's doch auch draufgehauen. So, und? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Die Tani tippt. Sie guckt es an und tippt dadurch. Tani, Mausi, Bitchy. Alles klar. Yes. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, dann markiere ich mich hier mal. Dann melde ich mich einmal. Du markierst den Raum. Ich darf mich nicht ins Bett legen. Weil Monster in der Nähe sind? Ja. Ja, super. Dann dürfen wir erstmal nach draußen und uns um die ganzen... Ah, ich habe keine Rüssi. Ich habe auch keine Rüssi. Du hast keine Rüssi? Ich habe keine Rüssi. Warum hast du dir denn keine Rüstung gemacht? Weil du, in Folge vor... Ich weiß nicht, wie du viele Du baust Wochen. Dir eine Villa. Ja. Ohne Rüstung. Ohne Rüstung. Ja, hier kommt man nicht, Handy. Nee. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine Fledermaus gesehen. Das kann durchaus sein. Ich habe halt einen Dachboden mit einer Fledermaus eventuell. So, extra Fressen eingelagert, ja? So, und ja? Hier wolltest du gerne die Türen raus haben. Da, wo ich die aufgemacht habe. Ja, kann man machen. Ja. Und da drüber. Das Holz. Das. Okay. Ja. So, haben wir das auch mal geklärt. Und dann hast du schön einen offenen Raum. Und das sieht doch nett aus. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht die noch wegmachen sollen. Ja, bin ich auch gerade mal überlegen. Vielleicht besser. Oder, ne? Ja, mach das mal so, genau. Dann vielleicht hier die unteren, einen Block hier ein und einen Block hier noch hinsetzen, so damit man so sieht, dass es noch ein anderer Raum ist. Ja, aber da würde ich keinen Block hinsetzen, da würde ich dann Truhentreppen hinbauen. Treppen, meine ich. Truhentreppen? Truhentreppen, ich wollte Truhen sagen, meinte Treppen. Also Truhentreppen. Ja, bist du doof, ey. Ja, bin ich doof, ey. So, dann warte mal, dann machen wir hier mal Fackel weg und zack. Fackel weg und zack. Und dann kann man hier vielleicht auch nochmal. Ja doch, das kann man so machen. Was meinst du? Ich muss mir erst angucken, warte mal. Das geht. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir auch hier und hier nochmal die unteren Holzblöcke wegmachen und da noch Glasscheiben rein. Weiß ich nicht, da hat man vielleicht so ein bisschen Panorama. Ja, müsste ich erstmal Glasscheiben holen. Ich habe auf dem Dachboden habe ich Glas reingelegt, ja, in eine Truhe. Ja, ja. So viel Glas habe ich aber gar nicht mehr. So, machen wir hier draus mal ein paar Fensterscheiben. Yes, zwei reichen eigentlich. Verdammt, das war verkehrt. Ja, du bist ja auch doof, ne? So, haben wir. Haben wir wieder 16 Ich hatte noch jede Menge Fensterscheiben im Inventar. Oh. Aber man konnte sie nicht sehen. Ja, bist du doof. Ja, so bin ich halt. So, ich bin auch gerade mal überlegen, ob man hier vielleicht diese ganze Wand mit Fenster macht. Aber ich glaube fast, das ist ein bisschen zu viel dann. Ja, nee, lass das mal. Einfach so ein langes, rechteckiges Fenster. Ja, ist doch schick. Ja. Das finde ich gut. Gut. Dann machen wir die Fackeln hier nochmal. Anders. Wo ist hin? Hier liegt da noch, so. Ja, ist mit meinem Texture Pack, das ist so ein bisschen dunkler als das von dem Mammut. Ja. Weil ich sehe manche Sachen nicht so gut oder anders halt. Anders. Das sieht ja auch komplett anders aus als in den Folgen. Ja. Komplett anders aus. Deshalb bin ich auch erst irgendwie in die Räume reingelaufen, obwohl ich raus wollte und irgendwie... oh, da klopft er. Ja, da klopft er. Wollen wir die mal begrüßen? So, dann gehen wir doch mal hier nach... Monsieur, es ist aber keine Art, sich da... wir haben hier keine Party, geht wieder weg. Runter von meinem Grundstück! Und ich bin fast tot. Das ist schlecht. Ich will nicht wieder tot sein. Komm rein! Ja, ich hab dich gerettet. So, dann... krieg ich Brot? Ja, wenn wir am nächsten Tag wieder unterwegs sind hier, dann... Ja, aber wir müssen, können ja nicht schlafen gehen. Ich zumindest nicht. Sonst kannst du denn ins Zimmer schlafen gehen? Weiß ich nicht. Kann ich mal gucken. Dann schlafe ich bei dir im Bett. Hey. Was denn? Kannst du nicht einfach bei mir im Bett schlafen? Nein, es geht nicht, weil da die Spider ist. Hier.
mit dem berittenen Skelett. Ja, es gibt jetzt, berittene Spiders, aber mir glaubt das ja keiner. So. Oh. Aha, hau mich nicht. Ich bin tot, was tust du, Ich hab Geist gemacht! Manni! Ah. Shadow Frog was lame by Gossip Blood. Ich hab gar nichts gemacht! Außer ein bisschen doof gewesen, aber ist ja normal. Na super, gleich erstmal ein Loch in der Wand, hey. So, jetzt hätte ich gerne aber meine Ausrüstung wieder. Was? Meine Ausrüstung. Sag nicht, die liegt hier draußen. Welche Ausrüstung? Welche Ausrüstung? Schwert. Hab anderes ich Zeug. Hab ich nicht. Liegt das hier noch draußen? Bitte sag nein, bitte sag nein. Wow, verdammt. Geht weg hier. Aua. Hast du mich jetzt ausgesperrt? Ja. Das ist nicht die feine Art. Ah, es gefällt mir nicht. Ja, manchmal ist es besser halt mal, ne, draußen zu sein. Defensiv zu sein. Aber doch nicht so defensiv, das ist gemein. Hast du deine Sachen? Ja, ich habe jetzt meine Sachen. Ja, warum kommst du da nicht rein? Ich habe doch wieder ein Loch reingemacht. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Ich bin jetzt durch den Haupteingang reingegangen. Oh. Wir können aber übrigens immer nur nicht schlafen, weil du die Spinne hier nicht weggemacht hast. Oh. Ich darf jetzt gleich erstmal darum kümmern, dass hier, ne? Ja, klar. Erstmal das Haus repariert wird. Na, komm hier. Oh, geh weg. Aua. Jetzt habe ich gerade 24 Level wegen dir verloren, ja? Ja, du auch. Ich habe auch 24 Level verloren, ja. Ja. So. Na, verdammt, jetzt wollte ich dich gerade aussperren und... Ja, da macht sie gerade ihren Ich-hab-gewonnen-Tanz. Hast du jetzt die Fensterscheiben? Du schläfst. Gut, dann will ich dich mal nicht stören. Ich mache ja auch brav die Tür zu. So. Versuche ich halt in deinem Bett zu schlafen, jetzt wo es Tag wird. Nein! Ey, wir können doch in einem Bett schlafen. Nee, ich habe da noch kein Doppelbett. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil darum. Ich nicht so viel Wolle habe. Aber jetzt können wir auch rausgehen. So, also nee, jetzt habe ich mich hingelegt. Ja, warte. Ich kann nämlich nicht laufen. Weil du Hunger hast? Weil ich Hunger habe. Das ist schlecht. Dann müssen wir gleich mal nach draußen und die kleine Weizenfarm da platt machen. So. Hast du eigentlich auf Duke Nukem gestellt, oder was? Wieso? Weil es so schwer ist, so viele Viechers. Tja, die letzten Aufnahmesessions war hier immer nix. Ja, ich weiß, ich hab das doch gesehen. Du hast mich gestorben! Nicht mit Absicht. Gib mich Sachen. Moment. Ich hatte 1000 Millionen Sachen. Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum, das kannst du einsammeln. So, dann ich verteidige mich einfach mit meinem Löffel. Nimm einfach das hier erstmal. Ach ja, und die Spitzhacke brauchst du. Hast du jetzt irgendwas? Ich hab doch schon eine Spitzhacke. Ja, dann nehme ich die nicht. Doch, klar, ich hab sie nicht aufgenommen. Ja, doch. Oh. Warte. 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 So. Hast du noch irgendwas am Werkzeug doppelt? Ja. Dann gib mir das mal. Warte! Ey! Hey! So, nimm! Yay! So, und aus den Weizen, was wir jetzt abernten, machen wir uns mal schnell ein paar Brote. Schnell! Ganz schnell! Ach ja, einpflanzen müssen wir auch noch. Pflanze hier. Das machst du aber schön. Ja. So, zack. So, und dann jetzt mal zur Aufgabenverteilung. Was würdest du denn gerne hier jetzt bauen oder was auch immer? Bäume. Bäume? Ja. Dann bau doch mal ein paar Bäume. Was stellst du dir unter Bäume vor? Baumplantage mache ich eigentlich immer ganz gerne, so dass man halt auch sortiert hat, wo welche Baumsorten sind und so. Mhm. Und warum kann ich nicht essen? Ach, ich bin voll. Ja, du warst ja tot. Na gut. Ne? Hier kriegst du noch 3 Weizen. Hier. Yay. Weizen. So, dann mal zur. Da, lass das doch mal, lass das! Jetzt hat sie Samen gekutzt, na toll. Ach, ich habe noch Saplings bei mir gehabt. Ja, Saplings habe ich glaube ich auch noch in der einen Truhe. Das, komm mal raus hier. Die habe ich eigentlich genommen gehabt. Und ja. Fackeln und so. Ja. Müssen die eh nochmal zu den Truhen hin. Hui! Hier ist nix. So, hier tue ich mal eben die Saplings rein, die ich hier gerade eingesammelt habe von dir. Ich tue auch mal ein paar Fackeln rein.
kannst du alles da rausnehmen. Ja. So, dann mal müssen wir uns jetzt absprechen, wo du deine Baumplantage hinhaben möchtest. Ja, das...